Wir hatten echt kein Loot in 3. Keine Ahnung. Hä? Da bin ich halt jetzt gerade wirklich überfragt. Kacke. Ich muss ich drüben dann noch nach dem Buch suchen. Bist du wieder drüben? Ich bin bei mir, ja. Gut, dann. Effizienz, oh, das ist die für draußen, okay. Wo ist ja eigentlich das Netherportal? Oben. Ja, ich bin oben. Dann lauf weiter. Ach so, da. Wie du einfach einen Großteil fertig getradet hast, das kotzt mich ein bisschen an. Das wollte ich machen. Großteil was? Wie fertig getradet? Na, mit den Bauern hier vor allem. Der eine ist komplett fertig gemacht. Das war ich nicht. Ich hab den einen. Doch, das eine Level abbekommen. Mit den Kartoffeln, das hab ich gemacht. Ja, der ist komplett fertig getradet, hochgetradet. Ach, komplett, okay. So. Da kommt das rein. Aber noch Looting 3. Und hauptsächlich habe ich halt diesen, wie heißt der nicht? Fletcher? Heißt der Fletcher? Diesen Schweinetypsi, also Fleischtypsi. Den habe ich hochgetradet. Da brauche ich 12 Emeralds. Muss ich da noch weiter ausbauen? Was? Ich mach das so. So, dann hole ich mir das mit des. So. Bei dir, nee. Bei dir, nee. Nee. So, das. Den Dried Kelp Block für ein Emerald. Das ist ein angenehmes Ding. Du warst auch wieder frei. Bist du wieder frei? Ja. Boah, ey. Sein. So, für die nächste Exkursion habe ich schon ein bisschen was gemacht jetzt. Ich habe eine Woodland Explorer Map.
glaube nicht nur du, davon hatten wir ja auch schon einige. Die hat ja drüben der Villager auch. Das müssen nicht unbedingt die gleichen sein. Der war ja komplett fertig gemacht. Boah, das nervt mich gerade. Genau hier, du warst fertig. Du warst noch nicht fertig. Gibt es denn vielleicht einen Looting 3 Buffer? Nein. So, dann bist du jetzt auch zu Ende getradet. Dann kann ich hier unten weiter ausbauen, damit noch mehr dazu kommen können. Das wird ein Spaß. So, Fressi, Fressi kommt hier rein. Die Löffel dahin, das dahin. Das dahin. Hier rein, das da, Glas wird uncrafted, so. So, die XP-Flaschen kommen hier rein. Brauche ich jetzt Netherrack? Wow. Quarz und Pilzlampen. Boah, ey, das kann nicht wahr sein. So. Gibt's doch nicht. Kommt da das nächste Knastgedöns hin? Schubst mich hier die ganze Zeit weg, ey, du scheiß Golem. So, hier kommt noch ein Knast hin.
Das. Ich müsste die mal irgendwie sortieren. Endlich mal Looting stehen. Das andere möchte ich gar nicht. Zwei, drei, so. Bis eins, dann hier. Macht. So. Das wärst du hier. 1, 2 wärst du da. 1, 2 wärst du da. Nederick eigentlich gebrannt oder das von der Festung einfach mitgenommen? Ich hab das gebrannt. Dann muss ich die Idioten alle noch umsetzen. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4 Betten. Lass die doch mal schlafen. Bei dir nur die zwei Bibliothekare hier? Ja. Schade. Habe ich mir echt immer verguckt. Ich dachte echt, irgendeiner hätte Dingsbums. Hätte Loot in 3. Also wollte noch weiter traden hier. Das stimmt. Jetzt kommt hier eben mal ran. Das. So.
2. Bleibt trotzdem gleich schön. Okay, der Fisherman ist noch nicht getradet, schade. So. Setzen die sich eigentlich zurück, wenn ich das Zeug jetzt wieder abbaue? Oder bleiben die so? Alle, die du gesichert hast, bleiben so. Okay, gut. Ich muss die alle nochmal umsetzen. Hier eigentlich. Warte mal. Willst du das? Nee, hab selber genug oben davon. Ich hab das einmal getradet aus Versehen. Boah. Das passiert mir jedes Mal. Was? Ich laufe von deiner hinteren Ecke, springe dabei und treffe zufällig die Platte, die nach oben geht bei dir. Ja. Das passiert mir jedes Mal. Das da rein, das da rein. 1, 2, 3, 4 Betten. Das heißt 3, 6, 12 mal Wolle. Wäre cool, wenn es ein Fletcher oder generell ein Villager gibt, der Eier tradet. Das wäre geil. Besonders bei unseren Massen. 9. Na komm, fress Grünzeug. Könnte man später dann eigentlich auch eine Looting-Schere mehr machen. Schere kannst du nicht verzaubern. Klar. Warte mal. Bevor ich jetzt ganzen Schrott sage. Ich war der Meinung, das könnte man. Jedenfalls mit Unbreaking, Mending und Looting. Das wäre mir neu, wenn man eine Schere verzaubern kann. Schere ist unter S. Das wäre mir neu. Schere kann man verzaubern mit, ach du Scheiße. Reparatur, Haltbarkeit 3, Effizienz 5 und Behutsamkeit. Ja, nix mit Looting. Effizienz ist Schwachsinn. Aber man kann sie verzaubern. Ich war der Meinung, dass das immer nur über Commands geht. Setzen. Das ist sehr gut. Alter, bei uns stürmt's. Echt? Meine ganze Außenschalousine wackelt. Holy. So, das haben wir. Das hier hinten müsste jetzt auch fertig sein. Jo. 30
Stück, 7 Blöcke, insgesamt 13. So, wenn's Nacht wird, mal bitte nicht schlafen. Okay. Damit sich die Knallköpfe hier mal alle ins Bett hauen. So und so. Netherrack. Kann ich eigentlich einen Schutz an Leine nehmen? Das weiß ich. Ich glaube, dass das geht. Weil theoretisch könnte man den ja dann mit der Leine rechts klicken, dann kann er einen nicht mehr abhauen. Ja. Also ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich die eingebaut habe. Das nicht Erze, Holz, nee, da. Das ist ein Tag, nicht Nacht. Nee, ich habe gerade nichts mit Tag und Nacht gesagt. Nee, doch, mach mal bitte nicht. Tag. Ja, nee, wenn dann Nacht ist, mal bitte keinen Tag machen. Ach so. Damit sich die hinlegen, damit ich dann die Betten abbauen kann, um die besser zu sortieren. Da muss ich nämlich den Ehen hier mal irgendwie rauskriegen. Wo ist denn der dort? Oder ich hab doch ein Boot dabei. Komm, setz dich mal ins Boot. Komm. Sag mal, Arschloch. Geht doch. So, du bleibst jetzt im Boot. Das Umsetzen mache ich aber in der nächsten Folge. Jetzt erstmal das durchbrennen lassen. Plus diese müsste ich mit den zwei auf eine runde Zahl kommen. Gut. Und ich brauche Fressalien hier.